Während wir mittlerweile wissen aus Mainstream-Meldungen, dass Philanthropen wie Herr Gates, der allseits bekannte Microsoft-Gründer, diverse Projekte in dem Bereich gestartet hat. Unter anderem ein Projekt oder eine Firma, die kleine Ballons aufsteigen lässt mit sogenannten Mini-Vulkanen, um dann Staub in der Atmosphäre auszubringen, eben für Sun Radiation Management, also um die Sonneneinstrahlung auf dem Planet zu reduzieren und die globale Erwärmung zu dämpfen. Das demokratisch nicht legitimiert ist, dass niemand in der Öffentlichkeit kennt im Großen und Ganzen, außer man sucht spezifisch danach. Und das alles natürlich unter dem Vorwand Bekämpfung der Klimaapokalypse, One Health und ja, Management der globalen Temperaturen. Das ist also sehr bedenklich, ja? Vor allem, wenn man sich die Liste der Stoffe anguckt, weil gesund sind die sicherlich nicht, wenn man die stetig einatmet. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute mit dem Journalisten und Musikproduzenten Tom Oliver Regenauer. Servus, Tom. Hallo, Flavio. Ja, lieber Tom, zunächst danke dir für deine Zeit. Für die Zuschauer, wir sind per Du, wir kennen uns, du bist bereits zum dritten Mal hier auf diesem Kanal. Wir haben uns Anfang des Jahres schon einmal getroffen, ein Interview zu Elon Musk und Twitter gemacht. Dann ein zweites Gespräch zusammen mit Aya Velasquez zum Thema Social Engineering. Und heute möchten wir uns nicht mit Social Engineering, sondern mit Geoengineering befassen. Du hast dazu ein Artikel veröffentlicht, der bei Rubicon, heute Manova, erschienen ist. Und du hast daraus quasi eine Reihe gemacht, nicht nur Wetter als Waffe, sondern auch Nahrung als Waffe. Auch das soll in unser heutiges Gespräch hier mit einfließen, um das ganzheitlich zu betrachten und nicht nur auf das Thema Wettermanipulation und Geoengineering zu reduzieren. Aber vielleicht zu Beginn, lieber Tom, ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung dieses Gesprächs mal ein wenig bei Google recherchiert und einfach mal den Begriff Wettermanipulation und Chemtrails oben in die Suchleiste eingegeben. Dabei wurde ich dann darauf hingewiesen, dass das alles nur Gehirngespinste von Verschwörungstheoretiker sind. Wie bist du denn an das Thema ran? Wie hast du zu dem Thema recherchiert, lieber Tom? Ja, das ist also erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass wir über das Thema sprechen können. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass das ist ja die Mutter aller Verschwörungstheorien sozusagen. Das geistert ja schon seit Jahrzehnten, geistert das durch alternative Medien und durchs Internet. Die Chemtrails, ja. Und wenn man aber eben nach dem Begriff Chemtrails sucht im Internet, findet man tatsächlich auch nur Faktenchecks und Artikel, die das Ganze als Blödsinn abtun, die sagen, da ist nichts dran. Und man kommt nicht zu einer vernünftigen Information. Die Dinge sind, wie so oft, verklausuliert und heißen schlichtweg anders. Ja, also wenn man das wirklich suchen und recherchieren will, muss man nach Sun Radiation Management suchen, nach Stratospheric Aerosol Injection, nach Carbon Dioxide Removal oder Atmospheric Water Management, also auf Deutsch gesagt eben Management der Sonneneinstrahlung, Kohlendioxidentfernung, atmosphärisches Wassermanagement. Also das wird in ganz anderen Terminologien verpackt als Chemtrails. Und wenn man danach sucht, dann finden sich durchaus historische Dokumente und Fachpublikationen offizieller Stellen zum Thema Geoengineering. Und das ist eben dann keine Verschwörungstheorie, sondern das ist tatsächlich ein Vorgang, ein Prozess, der seit über einem halben Jahrhundert läuft und jetzt natürlich mit dem Thema Klimawandel gerechtfertigt wird und zu tun hat. Früher war es primär Landwirtschaft, Cloud Seeding, also Wolkenimpfen zur Regenerzeugung in der Landwirtschaft und ganz primäres Ziel der Geostrategen, der Einsatz von Wetter als Waffe, als militärisches Mittel. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, nämlich die Historie dahinter. Du hast in einem Artikel auch ausgeführt, dass das Thema Geoengineering jetzt nicht erst seit gestern auf der Agenda steht, sondern im Grunde genommen, korrigiere mich da gerne gleich, wenn ich da falsch liegen sollte, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zumindest auch in den USA und China weitestgehend behandelt wird.
Es gab den ersten künstlichen Schneesturm 1946 in New York und auch das Advisory Committee on Weather Control wurde 1953 bereits in den USA gegründet und beschäftigt sich, du hast gerade schon betont, mit dem Thema Cloud Seeding, also Wolkenimpfen. Und auch 1961 wurde in North Dakota das Weather Modification Incorporated gegründet. Kannst du das noch ein wenig ausführen? Seit wann ist denn da laut deinen Recherchen das Thema Geoengineering und Wettermanipulation auf der Agenda der, ja, nennen wir sie mal Globalisten? Ja, es war deutlich länger sogar schon Thema. Also ich habe im Artikel auch verlinkt eine Liste von Patentanmeldungen der USA. Ja, das sind knapp 200 Patente in dem Bereich. Das erste datiert aus dem Jahr 1891. Und da ging es um künstliche Regenerzeugung in der Landwirtschaft. Das letzte Patent auf dieser Liste ist von 2014. Da geht es um eine Ionenkanone, mit der man Wolkenbildung beeinflussen kann. Also das sind 200 Patente und wie gesagt, das erste aus dem Jahr 1891. Und so weit geht das im Prinzip schon zurück, dass es Bemühungen gibt, das Wetter unter Kontrolle zu bekommen, beziehungsweise gezielt Wetter zu erzeugen oder zu verhindern. Und in den USA nahmen das dann professionelle Formen an, eben in den 1950er Jahren. Wie gesagt, der erste Schneesturm, den man künstlich erzeugt hat, das war das General Electric Research Laboratory, also eine Unterabteilung von General Electric, von diesem Riesenkonzern. Die haben vor New York dann einen Schneesturm erzeugt, ja, durch Wolkenimpfen mit Flugzeugen. Da werden dann Ice Flares, heißt das, Stoffe ausgebracht in die Wolken, die dann entweder animiert werden, abzuregnen oder Schneekristalle zu erzeugen. Oder eben, es gibt auch andere Vorgänge, wo dann die Wolken sich auflösen sollen, damit es eben keinen Regen gibt. Man kennt das, die Chinesen haben damit angegeben, das bei den Olympischen Spielen gemacht zu haben. Russland macht das gerne bei Militärparaden, dass der Himmel einfach blau ist. Ja? Und das hat sich dann im Prinzip als Industriezweig professionalisiert in den USA. Dort gibt es auch einen Dachverband für Wettermodifikation. Also das Ganze hat industrielle Formen angenommen und es gibt kleine Firmen, die bieten das an. Da kann ich als Privatperson im Prinzip, wenn ich eine große Farm habe in den USA, kann ich dort gezielte Wettereingriffe bestellen. Also zum Beispiel Regen für meine Farm oder mehr Trockenheit. Und ich kann das wirklich vom kleinen punktuellen Eingriff buchen bis zum groß angelegten einjährigen Wetterprogramm über meinem Gebiet. Also das ist ein professionelles Business mit Hunderten von Firmen, die darin in diesem Bereich arbeiten und Dinge in der Atmosphäre ausbringen, deren gesundheitliche Implikationen für die Bevölkerung völlig unklar sind. Ne? Also, und die USA haben generell ja eine nette Liste von Versuchen an der Bevölkerung, ist auch in dem Artikel verlinkt. Da wurden hunderte Versuche gemacht, von denen die Bevölkerung nichts weiß, von radioaktiver Strahlung in Dörfern, die da verteilt wurde, bis zu Giftstoffen, die ins Wasser eingebracht wurden, einfach um praktisch die Bevölkerung als Versuchskaninchen zu benutzen. Ja, das ist eine sehr unrühmliche Liste unethischer Versuche, die man sogar bei Wikipedia findet. Ja. Da, über dieses Thema natürlich kam ich da dann, also beziehungsweise mich hat mal der Hintergrund zu diesen Chemtrails interessiert. Und nachdem ich da dann mal ein bisschen detaillierter recherchiert habe mit einer richtigen Suchmaschine wie Presearch, dann findet man da auch entsprechende Informationen offizieller Stellen, die haarsträubend sind. Ja, und das bekannteste Forschungsprogramm, das auch, ich sag mal, in alternativen Kreisen immer wieder zur Sprache kommt, ist ja HARP, offiziell ein amerikanisches Forschungsprogramm, bei welchem Wissenschaftler von der Universität Alaska an der Beeinflussung der Ionosphäre forschen. Was glaubst du denn, lieber Tom, welchen Zweck hat diese Einrichtung tatsächlich? Ja, HARP habe ich mir natürlich auch angeschaut. Das ist ja auch nichts Geheimes. Die haben eine Webseite, ja, da kann man draufgehen, kann sich die Projektbeschreibung anschauen. Das Patent oder die verschiedensten Patentanmeldungen zu HARP kann man sich anschauen. Das sind im Prinzip ja Antennenfarmen. Also da stehen dann verbundene Antennen, die durch elektromagnetische Strahlung und entsprechende Wellen die Ionosphäre verändern. Und laut den Patenten, die da angemeldet sind, ist das also verschiedentlich einsetzbar. Zum einen, um eben Wolkenformationen zu verändern,
Es kann aber auch eben durch die Veränderung elektromagnetischer Wellen und Schwingungen zum Einsatz kommen, um tektonische Aktivitäten auszulösen. Sprich, man könnte damit laut Patentanmeldung Erdbeben erzeugen, beziehungsweise diese reduzieren, wenn sie losgehen, oder abmildern. Also das ist eine sehr mächtige Erfindung, ein sehr mächtiges Projekt, das natürlich relativ im Dunkeln liegt, ja, weil der Einsatz vordergründig dient der Forschungszwecken, ja, der Erforschung globaler Wettersysteme und der Ionosphäre. Aber tatsächlich hängt natürlich das Militär da drin. Ja. Also die DARPA, früher ARPA, Advanced Research Project Agency, forscht schon lange an diesen Themen. Und das Projekt wurde offiziell eingestellt, laut verfügbarer Information vor ein paar Jahren. Allerdings sind das eben das Einstellen dieses Projekts bezieht sich auf die stationären Einrichtungen. Es gibt, glaube ich, weltweit 4 große HAARP-Einrichtungen, also so Antennenfarmen, also nicht nur in den USA, auch in Europa und Asien. Und nun hat man aber diese Technologie verkleinert, wie so vieles. Man kennt das vom Computer, der war früher mal so groß, dass man einen Hubwagen brauchte und jetzt passt er in die Hosentasche. Und mittlerweile gibt es die Dinger halt mobil und es gibt zum Beispiel ein US-Militärschiff mit einer riesigen, da ist so eine Art Garage drauf, ja, eine überdimensionale, da ist so eine HAARP-Parabolantenne drunter und dieses Schiff liegt auch komischerweise immer wieder gerne mal vor Anker in Gebieten, wo dann Erdbeben sind, zuletzt in der Türkei. Jetzt kann man das natürlich schwer beweisen und einen tatsächlichen kausalen Zusammenhang herstellen, aber wenn es ein Indizienprozess wäre, dann hätte man zumindest Anhaltspunkte, da mal genauer hinzuschauen und zu recherchieren, was da läuft. Ja. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Ja, und ich fand an deinem Artikel auch ganz interessant, dessen war ich auch mir nicht bewusst. Ich beschäftige mich jetzt auch schon etwas länger mit dem Thema, dass auch die Bundeswehr sich in einem Strategiepapier 2012 mit dem Thema Geoengineering da zumindest mal öffentlich drüber geäußert hat. Zu welchen Ergebnissen bist du denn da gekommen, lieber Tom? Hat die Bundeswehr tatsächlich auch ganz öffentlich zugegeben, an Wettermanipulation beteiligt zu sein? Oder hast du das einfach falsch interpretiert? Naja, also es gibt dieses Dokument. Das Dokument ist vom Planungsamt der Bundeswehr, Dezernat Zukunftsanalyse. Originaldokument im Artikel verlinkt. Dort wird ganz klar beschrieben, welche Ideen und Visionen es in dem Bereich gibt. Ja, Wettermanipulation, Geoengineering. Das ist also ein offizielles Dokument. Was es natürlich tut, ist, wie so oft, es relativiert. Also es sagt, es gibt die Möglichkeiten. Man könnte, es wäre möglich, dass... Das ist immer alles sehr relativierend. De facto warnt aber selbst dieses Dokument vor potenten Einzelakteuren und Philanthropen, die aufgrund ihrer Finanzmacht künftig in der Lage sein werden, Geoengineering-Aktivitäten außerhalb staatlicher Kontrolle durchzuführen. Also davor warnt die Bundeswehr höchst selbst, während wir mittlerweile wissen aus Mainstream-Meldungen, dass Philanthropen wie Herr Gates, der allseits bekannte Microsoft-Gründer, diverse Projekte in dem Bereich gestartet hat. Unter anderem ein Projekt oder eine Firma, die kleine Ballons aufsteigen lässt mit sogenannten Mini-Vulkanen, um dann Staub in der Atmosphäre auszubringen, eben für Sun Radiation Management, also um die Sonneneinstrahlung auf dem Planet zu reduzieren und die globale Erwärmung zu dämpfen. Also die Bundeswehr warnt explizit vor derart potenten Einzelakteuren, die mittlerweile aber global aktiv sind. Nicht nur Herr Gates, sondern auch Pierre Omidyar, der eBay-Gründer, Milliardär und andere sind da in dem Bereich aktiv. Denn es hängt ja mit dem Thema Klimawandel, postulierte Klimaapokalypse zusammen. Und man ist da aktiv. Das scheint auch die Bundeswehr zu wissen, auch wenn die, genau wie Heinrich-Böll-Stiftung, da gibt es auch Berichte von der Heinrich-Böll-Stiftung, und von anderen, vom Umweltbundesamt, die auf das Thema allesamt eingehen, es aber allesamt relativieren und nicht anerkennen, dass das schon seit Jahrzehnten läuft. Ja, ja, und auch Großbritannien finanziert ein Projekt namens SPICE. Da muss ich auch gestehen, auch dessen war ich mir nicht bewusst. Was hat es damit auf sich, lieber Tom? Könntest du das einmal ausführen?
Das ist eben, geht auch in Schlecken die gleiche Kerbe. Es geht da auch um Geoengineering und ja, Bekämpfung des Klimawandels und der Klimaapokalypse. Interessant ist auf der Webseite von SPICE, die gibt es auch online, ist im Artikel verlinkt, die offizielle Webseite der britischen Regierung oder dieser Organisation, dass dort auch eine Liste der Stoffe online ist, die da ausgebracht werden. Also Silberjodid, Titan, Aluminium, Schwefeldioxide, Silikone. Mhm. Das sind also eine Vielzahl an Stoffen, die in großen Mengen ausgebracht werden in der Atmosphäre von diesem Projekt, das demokratisch nicht legitimiert ist, das niemand in der Öffentlichkeit kennt im Großen und Ganzen, außer man sucht spezifisch danach. Und das alles natürlich unter dem Vorwand Bekämpfung der Klimaapokalypse, One Health und ja, Management der globalen Temperaturen. Das ist also sehr bedenklich, ja, vor allem wenn man sich die Liste der Stoffe anguckt, weil gesund sind die sicherlich nicht, wenn man die stetig einatmet oder dann natürlich auch durch Regen in der Landwirtschaft auf praktisch jedem Nahrungsmittelerzeugnis, das im Freien wächst oder lebt, hat. Ja, also Tiere fressen das Gras ist angereichert mit diesen Stoffen und die gesundheitlichen, weitreichenden, langfristigen Implikationen sind völlig unklar. Ja, und was ich mich jetzt ja auch immer frage, ist die Frage nach dem cui bono, also wer hat ein Interesse daran, wem nützt es? Deswegen gebe ich die Frage jetzt mal an dich ab. Wer hat denn ein Interesse daran, unser Wetter zu manipulieren? Wer sollte davon im großen Stile profitieren? Also zum einen ist es, wie die offiziellen Dokumente der Amerikaner zeigen, ist es natürlich zum einen das Militär, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, dass Wetter eine Waffe ist. Also die New York Post, Washington Times etc. haben schon während dem Vietnamkrieg da stolz drüber berichtet, dass das US-Militär, die Luftwaffe, in der Lage war, im Vietnamkrieg 30% mehr Regen auf Seite des Vietcong zu erzeugen, um deren Truppenbewegungen zu erschweren und zu verlangsamen. Also da sieht man einen klaren Einsatz von Wetter als Waffe. Das ist also sicherlich mal der militärische Nutzen und gewisse Allmachtsfantasien des militärisch-industriellen und digital-finanziellen Komplexes. Und auf der anderen Seite ist natürlich, stellt sich zu Recht die Frage, was hat ein Philanthrop wie Gates von diesen Aktivitäten, die ihn ja im Prinzip Unmengen Geld kosten, deren Nutzen aber unklar ist, speziell wenn man sich das Klimanarrativ genauer anschaut. Da ist dann auch wirklich schwer, die Motivationslage zu erkennen. Das können einfach Allmachtsfantasien sein oder der Mann glaubt tatsächlich, dass er damit die Menschheit rettet in seiner Verblendung. Und erhebt sich dann über jeglichen demokratischen Prozess und tut so etwas einfach. Das wäre das andere noch. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Die Chinesen haben den größten Wettermodifikationsapparat der Welt mit 39.000 festangestellten Mitarbeitern, tausenden Flugabwehrkanonen und Raketenwerfern. Die haben schon im Jahr 2012 eine Million Schüsse aufs Wetter abgegeben. Das muss man sich vorstellen. Die haben auch 150 Flugzeuge, glaube ich, die permanent im Einsatz sind, um das Wetter in China zu bearbeiten. Und die geben auch offiziell zu, dass wenn Aufstände sind oder Tumult, ja, also praktisch Revolte, dass die dann Sedativa ausbringen. Also während Covid sind Drohnen durch die Straßen geflogen in China und haben Desinfektionsmittel verteilt. Und die chinesische Regierung hat auch offiziell eingeräumt, dass zur Beruhigung von Massenprotesten da Sedativa ausgebracht werden von solchen Drohnen. Also es kann also durchaus auch sein, dass damit Bevölkerungskontrolle ausgeübt wird. Paul Ehrlich hat das selber in einem, der bekannte Paul Ehrlich, deutscher Wissenschaftler, hat das selbst in historischen Dokumenten eingeräumt, mehrfach, dass wenn die Bevölkerungsexplosion nicht durch sowas wie eine Ein-Kind-Politik in den Griff zu bekommen ist, dass man eventuell Stoffe ins Wasser und die Atmosphäre geben sollte, um die Bevölkerungsexplosion zu reduzieren. Also das ist ein dritter Grund, man könnte sagen, Kriegsführung gegen den Homo sapiens. Ja, ja, und was ich mich auch gefragt habe, ob dann nicht im Zuge dessen solche Events, wir erinnern uns jetzt Anfang des Jahres, ich meine Anfang Februar war es so das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien, ich glaube zu über 50.000 Todesopfern geführt hat, ob auch nicht solche Events künstlich erzeugt werden könnten. Ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass es
technisch möglich wäre. Siehst du da tatsächlich die Möglichkeit, dass dieses Erdbeben künstlich erzeugt worden sein könnte? Also ich will mich nicht festlegen und sagen, das ist so. Was aber auf jeden Fall nachvollziehbar ist, ist, dass wenn man die Patentanmeldungen und die Beschreibungen der Projekte wie HAARP etc. anschaut, dass es offensichtlich technisch möglich ist, Erdbeben zu erzeugen oder Tsunamis, also Seebeben, die dann entsprechende Flutwellen auslösen. Das scheint technisch möglich zu sein. Die forschen da ja, wie gesagt, nicht seit gestern dran. Und die Patentanmeldungen sagen das klar und deutlich. Da jetzt, wie gesagt, eine Kausalität, Korrelation herzustellen, ist immer gewagt. Aber wenn man die Indizien verfolgt, dann, wie gesagt, ist dieses zum Beispiel dieser eine US-Zerstörer ständig irgendwo im Hafen vor Anker oder in Nähe der entsprechenden Gebiete, wenn Erdbeben auftreten. Also das gibt da schon irgendwie einen Zusammenhang. Ne? Das könnte man sich zumindest mal anhand der Seekarten und der Schiffsrouten genauer anschauen. Und dann ja einfach mal das Ganze visualisieren, dann käme man sicher auch zu zumindest mal Nachfragen in dem Bereich. Das wäre dann schon mal interessant. Und man muss aber darauf hinweisen auch, dass Zbigniew Brzezinski, der Chefstratege der USA, Geostratege Nummer 1 über viele Jahrzehnte hinweg, Berater diverser Präsidenten und des Militärs, Freund von Mao Zedong und so weiter, dass der schon in seinem Buch in den 70ern, das hieß Between Two Ages, weitsichtig beschreibt, dass Wetter einmal die wichtigste Waffe des US-Militärs für Geostrategie sein wird in der Zukunft, mächtiger als die Atombombe, weil zum Beispiel 30 Gramm Silberjodid unter optimalen Bedingungen schon die Wirkung einer Atombombe entfalten in der Atmosphäre. Und das Militär, wie gesagt, arbeitet seit langem an diesen Projekten, ob das jetzt thermonukleare Detonationen im nahen Weltraum sind, um die Strahlung später gegen Feinde einzusetzen oder Funkwellen zu stören. Das haben die Amerikaner und die Russen auch schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Und davor, sobald die Atombombe fertig war, haben die begonnen, in den erdnahen Orbit thermonukleare Explosionen zu schicken und damit zu experimentieren. Von daher, möglich ist das, denke ich. Und es gibt auch geostrategische Ziele, denen das dient. Die Beweisführung ist denkbar schwierig. Ja, und ich hatte jetzt Stichwort Beweisführung auch kürzlich ein Gespräch mit einem Bekannten, der das natürlich alles als Humbug abgetan hat. Und sein finales Argument war, dass die ja, die das durchführen, die das exekutieren, gar kein Interesse daran haben könnten, weil, und das konnte ich auch erstmal nicht widerlegen, weil sie ja die Pestizide selber auch einatmen müssen oder damit leben müssen. Von daher gebe ich jetzt mal die Frage an dich ab, lieber Tom. Warum sollten die das exekutieren, daran ein Interesse haben, wenn sie doch diese Schadstoffe auch selber auch die müssen sich draußen an der Luft bewegen. Auch diese müssen abends irgendwie mal noch ein Brot essen oder was auch immer. Also warum sollten die das machen, wenn sie sich damit ja im Grunde genommen auch selber vergiften? Da kann man dann eine Gegenfrage stellen und überlegen, warum Prinz, jetzt König Charles, in Großbritannien, auf der einen Seite für genmanipuliertes Essen wirbt und für Insekten als zukünftige Primärnahrung, für künstliches Fleisch. Der ist sehr aktiv in dem Bereich, ja, wo es um Substitut für reales Essen geht. Mm-hmm. Auf der anderen Seite reist Prinz Charles stets mit eigenen Köchen und eigenem Essensvorrat, den er ausschließlich aus eigenem Anbau auf eigener Farm verzehrt. Er isst nichts aus irgendeinem Supermarkt, von keinem offiziellen Händler, nichts, was durch eine offizielle Supply Chain geht. Der ernährt sich ausschließlich, nach Aussagen des Königshauses und offiziellen Dokumenten, ernährt sich ausschließlich von dem Essen, was für ihn in speziellen Gewächshäusern biologisch angebaut wird. Da kann man dann mal fragen, warum isst ein König Charles nur sein eigenes Essen und geht nicht in den Supermarkt oder lässt sich die Eier vom Koch einkaufen um die Ecke? Ne? Also nehme an, dass diese Kreise, die da entsprechende Kenntnisse haben und dem auch ausgesetzt wären, ihre eigene Nahrungsmittelversorgung haben. Und außerdem wohnen viele dieser Menschen, und das hat man in den letzten Jahren auch gesehen, sehr weit ab vom Schuss. Also kaum ein Milliardär, der nicht mittlerweile eine eigene Insel besitzt oder eine Riesenvilla fernab jeglicher Zivilisation,
Und fernab von Ballungsgebieten. Also das sieht ja nach einer Fluchtbewegung aus. Und da könnte man mutmaßen, dass die sich da schon irgendwie rauszuwinden wissen. Ja, lieber Tom, und das ist im Grunde genommen auch schon eine sehr gute Überleitung ins nächste Thema, nämlich Nahrung als Waffe. Auch damit hast du dich sehr tief auseinandergesetzt. Jetzt ist ja, das führst du auch zu Beginn aus, die Anzahl derjenigen, die von Hunger bedroht sind, die hat sich seit der Ausrufung der sogenannten Pandemie verdoppelt. Anfang des Jahres hat jetzt die EU auch Heuschrecken hier zugelassen. Auch das Laborfleisch wird kommen. Das ist bereits schon seit 2013 auf dem Markt. Du schreibst in deinem Artikel, das möchte ich einmal kurz zitieren, in Anbetracht dieser Historie wäre es geradezu naiv anzunehmen, dass Nahrungsmittel im 21. Jahrhundert nicht als Waffe eingesetzt werden. Allerdings ist der Feind nun offenbar ein anderer und die Gefechtsstrategie erscheint etwas subtiler. Vielleicht auch da nochmal, wir haben jetzt beim Thema Wetter als Waffe auch erstmal historisch angefangen, vielleicht auch zu Beginn, seit wann werden denn Lebensmittel auch als Waffe eingesetzt? Also Lebensmittel wahrscheinlich erst in neueren, also jetzt erst unlängst, ja, aber Hunger war schon immer eine Waffe. Ja, also Hunger, das kann man ja vor 3000 Jahren schon in Homers Ilias nachlesen, also da wurden Völker ausgehungert. Sparta hat Athen besiegt, weil es die Nachschubwege zerstört hat und dann nichts mehr zu essen da war. Man hat belagert und ausgehungert in Stalingrad. Nee, Leningrad, glaube ich, sind 1 Million Leute gestorben, weil es nichts zu essen gab während der Belagerung. Deutsch-Französischer Krieg 1870, da mussten die Pariser Ratten kochen, weil es nichts mehr gab. Und in England gab es 2 große Hungersnöte, Irish und Highland Potato Famine, also Kartoffel. Hungersnot, da hieß es dann, das wäre durch irgendeine neuartige Kartoffelfäule ausgelöst. Tatsächlich waren es aber nicht die Kartoffeln, die gefault sind, sondern es war die englische Politik, die dafür gesorgt hat, dass bei den Iren nichts mehr zu essen ankommt. Und daraufhin sind 2 Millionen Iren und im Nachgang noch mehr Leute gestorben, 12% der Bevölkerung in Irland. Von diesem Bevölkerungsschwund hat sich das Land bis heute gar nicht erholt. Also Hunger war schon immer eine Waffe. Ja, Mao Zedong hat 24 Millionen Leute mindestens verhungern lassen und hat selbst gesagt, es ist besser, die eine Hälfte überlebt, während die andere verreckt. Ja, die kann sich dann satt essen, die anderen müssen halt sterben. Also Hunger war schon immer ein Machtinstrument, war schon immer eine Waffe und wurde schon immer gezielt eingesetzt, um Krieg zu führen. Wenn man nicht militärisch zu Rande kam und den Gegner besiegt hat, hat man versucht, ihm die Nahrungsmittelzufuhr abzuschneiden. Ja, und jetzt betonst du ja, dass heute das Thema Hunger und das Thema Nahrungsmittel wieder aktueller sind denn je. Du hast ausgeführt in deinem Artikel, dass sich bereits im November 2015, das war auch mir neu, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem Planspiel zusammengetroffen haben, namens Food Chain Reaction. Ja. Was wurde denn da durchgespielt? Naja, ist wie diese Pandemie-Planspiele. Potente Akteure treffen sich und spielen durch, was passieren könnte. Und das signifikanteste Beispiel, was da exerziert wurde, ist eine Preiserhöhung von 400% auf Nahrungsmittel. Also durch entsprechende Verknappung. Und wir sehen das im Zuge der Corona-Krise. Sind ja relativ schnell diese Just-in-Time ja, organisierten Lieferketten, die Supply Chains, gestört worden. Also es gab Nahrungsmittelengpässe innerhalb kürzester Zeit. In Bangladesch gab es Unruhen, in Kenia gab es Massenpanik, in Kolumbien gab es Plünderungen, in Südafrika ebenso. Also es gab weltweit innerhalb kürzester Zeit gab es eine Kettenreaktion, weil die Supply Chain gestört war, die Lieferketten. Und damit, weil das alles sehr eng getaktet ist heutzutage und Lagerhaltung reduziert werden soll, damit hat das sofort Implikationen. Deswegen ist ja eben, hat sich die Anzahl der hungernden Menschen während der Pandemie verdoppelt weltweit. Also die Armut ist grotesk angestiegen und die Zahl der Menschen, die ernsthaft Hunger leiden, ebenso. Und da sieht man zum einen, wie fragil dieses Konstrukt ist, das uns ernährt, die Industrie, die Nahrungsmittelindustrie. Und zum anderen sieht man auch, dass über diese künstliche Verknappung, ne, also die Krise hätte sich so nicht auswirken müssen, die hätte man anders managen können,
durch diese künstliche Verknappung man in kürzester Zeit reale Effekte im Leben der Menschen hat und damit im Prinzip indirekt Menschen umbringt. Es ist also sehr gefährlich. Und das ist eben nur ein Aspekt. Der andere Aspekt sind dann die ganzen genmanipulierten Nahrungsmittel und diese Zusatzstoffe, die da eingebracht werden, die eben wahrscheinlich Effekte zeitigen, wie das ein Prinz Charles, König Charles, nur sein eigenes Essen isst und nicht das Zeug aus dem Supermarkt. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil du führst dann in dem Artikel auch aus, dass die Nahrungsmittel der Zukunft mit mRNA-Zusätzen versehen werden sollen. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt gesagt haben, ich lasse mich nicht mit dem mRNA-Impfstoff impfen, besteht dann tatsächlich die Gefahr, dass sie über die Nahrung quasi geimpft werden? Oder sehe ich das komplett falsch? Naja, nun, ich bin kein Biologe und Veterinärmediziner, aber es ist zumindest mal bedenklich. Ja, also Bill Gates hat ja zum Beispiel selbst irgendwo gesagt, ne, die Leute, die eben der Spritze entkommen sind, der Injektion, die können es dann über die Nahrungsmittelzufuhr kriegen. Man arbeitet da an verschiedensten Projekten, also Self-Disseminating Vaccines, also sich selbst verbreitende Impfungen. Komischerweise steht ja auch im deutschen Infektionsschutzgesetz, dass sich selbst verbreitende Impfungen erlaubt sind. Warum das da drin steht, ne, kann da auch bisher keiner erklären. Das ist das eine, ne? Also, und dann gibt es natürlich die Frage nach Kennzeichnungspflichten. Also wenn ich jetzt gerne Fleisch esse und die Nutztierhaltung in Zukunft mit mRNA, also die Nutztiere mit mRNA geimpft sind, dann müsste das ja eigentlich auf der Verpackung stehen, als Verbraucherschutzhinweis. Nun kann man das aber auch als RNA einbringen und diverse Kennzeichnungspflichten einfach umgehen, indem man diese Impfungen, diese Injektionen, anders aufbaut. Und natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sucht, ja, im Internet wieder und guckt nach aktuellen Informationen, findet man auch sehr viele Faktenchecks. Nein, es gibt keine mRNA-Impfungen für Tiere, nicht zugelassen. Im selben Faktencheck steht dann aber weiter unten im Text, zum Beispiel verlinkt im Artikel aus Australien, dass man aber am beschleunigten Genehmigungsverfahren für diese mRNA-Impfungen für Nutztiere arbeitet und sie dann ab September 23 eingesetzt werden. In den USA läuft das Ganze schon seit ein paar Wochen. Da ist das schon so. Also da werden Nutztiere schon großflächig mit mRNA-Impfungen ausgestattet. Und wir haben noch bis September Zeit, verstehe ich das richtig? Naja, also die Australier sagen, September 23 wird das zugelassen. Die Amerikaner haben es schon im Einsatz. Und in der EU geht man ja praktisch nach der One Health Agenda der UN. Und eben da geht es nicht nur um die normale Schulmedizin, da geht es auch um Veterinärmedizin, weil ja Essen auch zur globalen Gesundheit, zur Volksgesundheit beiträgt. Also da gibt es keine genauen Angaben zu Monaten und Jahren. Man kann aber damit rechnen, dass diese Agenda auch hier zeitnah umgesetzt wird und dass die Nutztiere auch in Europa flächendeckend mit mRNA und ähnlichen Stoffen demnächst injiziert werden. Ja, vielleicht, Tom, zum Abschluss. Wie können wir uns denn vor dieser omnipräsenten Gefahr schützen? Also welche Mittel und Wege gibt es, um nicht in Zukunft über das Essen da irgendwelche mRNA-Injektionen in seinen Körper hinein zu filtrieren? Wie kann man sich da schützen? Wie kann man da am besten vorgehen? Ist eine gute Frage und es ist auch durchaus schwierig, weil neben dem Fleisch gibt es ja dann eben auch noch Projekte, die dann da auch verlinkt sind im Artikel, zu Bioengineered Spores, also biologisch veränderte Sporen. Das heißt, da wird DNA in Moleküle übersetzt und die werden dann in Gemüse eingebracht. Also das ist dann zum Beispiel auch Sinn und Zweck der Sache laut dem Startup oder laut den Firmen. Optimierung der Supply Chain. Das heißt aber, selbst wenn ich sage, ich werde Vegetarier und esse kein Fleisch mehr, habe ich in praktisch allen Landwirtschaftsprodukten Brokkoli, Karotte, Möhre, also Kartoffel, habe ich bald überall diese Biosporen drin, die dann wiederum auch nicht kaputt gehen. Also die sind vom Acker bis auf meine Gabel und auch nach Kochen und Tiefkühlen immer noch da und die sind erst weg, wenn ich sie ausgeschieden habe. Also das ist aber dann im Gemüse schon gefährlich, ne? Weil du kannst auch dem Ganzen nicht entgehen, wenn du jetzt kein Fleisch mehr isst. Und auch bei Bio-Obst, da gab es vor 2 Wochen oder vor 1 Woche die Meldung, neues Startup heißt Apeel, APEEL, ist eine neue Schutzschicht für biologische Früchte.
So wie man das von gewachsenen Äpfeln jetzt schon kennt, die außen so wachsig sind, ne? Das kann man aber abwaschen. Diese neue Schicht ist eben nicht abwaschbar und enthält Giftstoffe. Mitfinanziert des Projektes, wie soll es sein, sonst Bill Gates, der sich da im Nahrungsmittelsektor breit macht. Also zu Lösungen, im Prinzip hast du dann nur noch die Lösung, dich in gewissem Maße selbst zu ernähren. Also sprich, man muss sein eigenes Gemüse anbauen, gegebenenfalls auf Fleisch verzichten oder Hühner halten. Und ansonsten, also im städtischen Raum, wenn du auf dem Land lebst, dann kannst du vielleicht noch zum Biobauern um die Ecke, zu dem du ein Vertrauensverhältnis hast und dir sicher sein kannst, dass der eben vielleicht die Impfungen nicht durchführt oder die Injektionen und dass der keine Appeal-Schutzschicht auf seinem Obst hat, die man nicht abwaschen kann oder Sporen im Brokkoli. Aber das ist mittlerweile derart umfassend in praktisch allen Nahrungsmitteln. Diese Insektennummer, das ist eher Ablenkung. Ja? Also das ist so Empörungsmanagement, wo die Leute dann durchdrehen, weil sie jetzt irgendwelche Grillen essen sollen oder irgendwelche Mehlwürmer irgendwie in Nudeln sind. Aber das ist das kleinste Übel. Also das große Übel ist, dass man weder bei Früchten noch bei Gemüse noch bei Fleisch in der normalen Nahrungsmittelversorgung irgendwas noch vertrauen kann in naher Zukunft. Wenn das nicht heute so ist, dann in spätestens 12 Monaten. Ja? Lieber Tom, es sind wirklich verrückte, dystopische Zeiten, in denen wir leben. Ich danke dir wirklich vielmals für das wirklich spannende, aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir alles Gute für diese verrückte Zukunft. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, auch diese Informationen mehr in die Breite zu tragen. Das müssen die Leute dringend sich gewahr werden, was da los ist. Danke dir. Das sehe ich genauso. Und auch an euch, liebe Community, vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert das Video für den Algorithmus und teilt es mit all euren Freunden da draußen, die dieses Wissen unbedingt erfahren müssen. Und jetzt macht's gut und bis zum nächsten Gespräch dann hier wieder auf meinem Kanal. Ciao.